muss mal kurz gucken hier. Jetzt weiß ich nicht, ob was kommt. Vom Ton her. Warte. Doch. Weiß nicht. Ich muss mal kurz gucken. Jetzt weiß ich nicht, ob was kommt. Ah, doch, ja, jetzt kommt was. Warte. Doch. Weiß nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob was kommt. Ah, doch, ja, jetzt kommt was. So, jetzt muss ich meinen Stream muten, sonst höre ich mich immer verzögert doppelt. Aber jetzt geht's, oder? Jetzt ist gut, ja. Ja, dann machen wir weiter hier. Ja, jetzt kannst du weitermachen, ja. Oh Gott, ist das verwirrend. Ich muss das auf dem zweiten Bildschirm ausmachen. Weil sonst sehe ich links, wie ich mich in der Mitte bewege. Das ist nicht gut. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, muss ich das sagen, gell? Ich sag dir Bescheid, nur. So, jetzt steht da hinten der Mongo rum. Jetzt hat man wenigstens mal Sound, das ist Bombe. Na dann. Ist alles gut. Das ist ein entspannteres Zugucken, auf jeden Fall. Definitiv. Er ist halt immer doppelt, beziehungsweise mich auch, aber das macht er nichts. Ach, ja, gut. Jetzt musst du mal pfeifen, dass der runterkommt. Das stört ja nicht. So, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Und Messer, 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 Messer. Zack. So muss das sein. Hier gibt's Munition, ist auch immer gut. Mal gucken. Zack, voll in die Ding drin, ey. Voll ins Messer laufen, kann ich auch nichts machen. Sind da drüben auch noch welche? Zack, nächster weg. Ich brauche eigentlich, glaube gar nichts mehr hier. Nee. Oh, da können wir noch ein mehr Schaden anrichten. Ja, dann machen wir das doch. Oh, da sind Leute. Ach, das ist gar kein... Ah, das ist kein feindlicher. Okay, sehr gut. Dachten wir schon. Da auch nicht. Bei denen auch nicht. Wenn jetzt hier Baller, dann. Etwas zu viel mit meinen Steuern für meinen Geschmack, wenn du verstehst. Größtenteils ist das ganz anders. Da fackelt alles ab hier. Ja, ich muss das zerstören, weil dann Schwarzbrenner weiß. So, jetzt habe ich den schnell erschossen hier, weil der sonst eine Verstärkung ruft. Ja, einen Gast. Jetzt kommt da echt Besuch oder was? Wir kriegen alle ein Stück von ihm. Hm? Ich glaube, ich gehe mal runter. Ist ja gut, da sammeln wir immer Geld, wenn man so Nebenblödsinn noch macht. Ja, das ist sicher. Ist einer schön. Schätze, er hat's mit der Angst bekommen. Ich sage dir. Weg ist er. Da liegt noch Geld. Nicht
Geld. Wie viel liegt? 250, ja. Yeah. Das ist cool, weil das wird denen als Schaden angerechnet und ich krieg's ja sogar noch. Das andere krieg ich ja nicht. Da liegt schon Toter. Ach, das ist der, wo ich erschossen habe. Geld, überall liegt Geld. Oben gibt's noch ein bisschen was zum Sammeln. Die laufen doch alle oben, oder? Medizinschrank. Hier liegt noch mehr Geld, sehr gut. La 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 la. Hä? Da macht einer Hä? Türen sind immer gefährlich. Dahin. Draußen ist immer so eine Sache. Oh, ein Titty-Bild. Oh, hier war noch Munition klingen. Eigentlich kann ich jetzt abhauen, weil eigentlich gibt es jetzt hier nichts mehr. Nur noch Ausgang finden. Das Lager noch zerstören. $7,000. Ja, das ist 3 Kilometer weg. 3,7 Kilometer weg. Das ist mein nächster Dings jetzt. Hä, wie bin ich hier eigentlich reingekommen? Ich weiß ja gar nicht mehr. Da hinten irgendwo. Von hier oben bin ich gekommen, glaube ich. Oh, ich hab echt Schnupfen, ey, das ist nicht cool. Bin doch nicht so weit gelaufen. Ach, da drüben. Liegt da noch was rum? Nö, nix mehr. Nix, was wir brauchen. Ach, da ist mein Auto. Kann ich da durch? Nein. Natürlich. Oh. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. So, Waffe einstecken, wir sind draußen. So, jetzt darf ich auch mal Motorsound hören. Na, endlich mal. Ah, hier kann man ja auch gleich machen. Hier muss noch jemand umgelegt werden. Können natürlich einfach so wieder reinballern und würden wahrscheinlich sogar treffen. Darauf warte ich schon den ganzen Tag. Wichtiger Tipp, wenn es dir holst. Auf die Leute aufpassen, die Molotow-Cocktail werfen.
auf die Glasasche schießen. Aber ansonsten bin ich echt der Arsch. Ja, sehe ich schon gerade, dass die es selbst hochgejagt hat. Ja, ja, man, ansonsten, wenn der geflogen kommt, der trifft dich, definitiv. Ah, hier können wir noch was, hier können wir noch was. Au, oh, jetzt gehen wir ein wenig weiter weg. Oh, mich kitzelt's in der Nase. Da gibt's halt noch eine drauf. Oh, kann passieren. Oh, noch ein wenig Munition. Nichts mehr Munition. Ah, da war noch Munition. Oh, ich brenne am Arm. Ne, egal, ich habe Schutzweste auch noch. Also habe ich die jetzt aufgeräumt? Gut. Nein, plus. In der Mitte der Kisten war noch Geld. Ich glaube, das habe ich schon. Oder? Ah, hier! Ja, waren bloß $33, aber immerhin. Das war jetzt nichts, ne? Jetzt habe ich immerhin die 5000 wieder, die ich heute verloren habe. Aber das mit dem Stream klappt ja ganz gut eigentlich. Also es ist Bombenqualität. Na denn. Ich habe ein paar FPS weniger, das merke ich schon. Aber es ist nicht die Welt. Aber beim Fahren merkt man es ein bisschen. Was man bloß noch machen muss irgendwann, ist dann das halt aus dem Teamspeak die Stimme raus, ne? Ja gut, du kannst mich ja muten. Oder wie meinst? Dass man das im YouTube, dass man sich doppelt hört, meine ich. Ach so. Ja gut, du könntest ja... Nö, ist schwierig. Bei dir ist schwierig. Wenn du mit mir mitredest, ist schwierig mit dem Doppelthören. Da gibt's entweder... Ja, ist blöd. Kann man nämlich nicht filtern. Weiß ich nicht. Also Jack hat das auch irgendwie, dass der eine Taste drücken oder drückt. Dass er denn nur sozusagen PS redet und wenn er eine Taste drückt, hört man ihn im Livestream. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also, ja, mit mir selber ja. Aber ich finde eigentlich schon gut, wenn im Livestream geredet wird. Auch so Gespräch ja. Jetzt und so weiter. Weil es ja sonst stinklangweilig, wenn da nichts gelabert wird. Ja, das stimmt schon. Von dem her ist soweit eigentlich schon in Ordnung. Jetzt tappen wir mal kurz raus. Schauen wir mal, was passiert. Auch passiert einfach gar nichts, einfach Standbild. Cool. Achso, das war ja das wieder mit den Geschäftszielen. Niki ist die blaue. Nein, die blaue haben wir hier noch was. Machen wir zuerst das andere blaue, sonst ist es weg. Was wollen wir hier rausfahren? Das ist ein bisschen ungewohnt, wenn man auf dem linken Bildschirm, wenn man sich da nochmal sieht, das ist komisch. Das mal jetzt ein kleiner das Fenster. So, nur dass man halt sieht, ob der Stream läuft. Hey Bordeaux, it's your Uncle Lou. What are you doing this weekend?
to fight war for Polis in good time. So, fahren wir da mal hin. Eieiei. Zielauswahl F. Ah! Schalte gegnerische Fahrzeuge durch Rammen aus. Steuerung gedrückt halten. Rammen, Steuerung gedrückt halten. Okay. Ah, machen wir das doch. Da drüben ist ja einer. Ist der jetzt weggefahren oder was? Ah, da ist er noch. Oh. Nein! Der ist so gut wie tot! Lauf doch, lauf! Hab dich, du Arschloch! Pack dir's gut, dich doch an! Ich hab einen Alligator, der liebt zwar noch. Irgendwie ist die Methode mit Rammen irgendwie voll blöd. Ich hab's sonst einfach gemacht, ich hab ihn angehalten, bin ausgestiegen, hab auf den Tank geschossen und ist alle hochgegangen. Dann war's fertig. Das geht ja nicht, ich weiß ja nicht, wie ich zielen kann. Ah. Ja, aber ich kann da irgendwie. Ah. Ja, okay, jetzt hab ich's. Scheiße. Mein Kader ist wieder voll im Arsch. Oh, wenn ich jetzt aber da reinfahre, sind lauter Bullen hinter mir. Das will ich auch nicht. Nein, jetzt sind hier Bullen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin jetzt schon wieder Geld verlieren. I need Auto. Ich brauche ein Auto in Point Verdun. Den Stock besoffen. Könnte nicht mal fahren, wenn mein Leben davon abhänge. Versuche es später nochmal. Nicht möglich bereits in einem Auto. Hm. Das machen wir wieder Trick 17, wie wir es immer machen, wenn wir keinen Ausweg mehr haben. Einfach ins Wasser. Wir treffen uns einen nicht so leicht. Was ja, bin schon unterwegs. Okay. Leider nur ein bisschen verzögert. Ich sehe jetzt die Verzögerung, wie weit es verzögert ist. Alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. Hey, das Boot hat gar keinen Sand bei mir. Ah, doch, hat schon. Jetzt ist ein Polizeiboot hinter mir, ganz toll. Geht das Stream bei mir erstmal gerade? Er muss nachladen! Schnappt ihn euch! Oh. Jetzt ist er raustappt, ganz toll. Ich kann mich hier nicht rühren! Ich hab ihm eine Kugel verpasst! Lade nach! Ha, geh doch! Jetzt sieh ich gleich, da lass dich kaputt. Ich
hab ihn gefunden! Helft mir! Warum so? Unter der Brücke gefahren bis links. Das war in GTA San Andreas genau dasselbe. Ja. Eins nachgeholt. Oh Gott, jetzt werde ich sterben. Ja, lauf halt gegen Baum, oder? Voll weg, Kinder. Ich bin draußen am Hafen. Auto. Kannst du mir eine anständige Karre nach Tick vorschicken? Nee, kann ich nicht machen, Junge. War es außer Reichweite? Hat seinen schwarzen Arsch genau im Visier. Ich brauche eine neue Kiste in Tickford. Bin dabei, Junge. Ich lass dich schon mal warm laufen. Hier, halt. Hier kommt mein Fluchtwagen. Auto. Das ist eine große Hilfe. Dass die Autos immer erst anspringen müssen. So. Können wir wieder abhauen. Oh, aber man merkt schon, also mit dem Stream, in der, da ist der PC schon ein bisschen beschäftigt. Das sind jetzt nicht unendlich FPS, die ich habe. Muss ich vielleicht irgendwo was korrigieren. Oh, hier passiert. Ich habe die Polizei des Todes am Arsch. Und jetzt schon wieder Platten. Ja, ganz toll. Jetzt beim Schwimmen bei 56, 58. Sonst beim Fahren war ich gerade mal bei 34, das war schon ein wenig knapp. Uha. Ich müsste vielleicht auch ein kleines bisschen von der Grafik runtergehen, vielleicht, wenn ich stream. Ja. Was hast du für die Grafik gerade? Was war das? Die 1070. 1070. Prozessor? Ein i7. Den mit über 4 GHz sind. Wie heißt der? 60 Grad? Ich glaube. No. Im Arbeitsspeicher, wie viel hast du da? 16. 16. Sollte aber eigentlich gehen. Oh. Sollte eigentlich. Jetzt tut ja nichts lecken, also von daher geht's. Nö, es leckt ja bei mir nichts. Nur beim Fahren, nur wenn die Karte lädt, manchmal ein bisschen. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. So, Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Aber der Exot, die Karre, das hat mir jetzt irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ist schon mega beschissen eigentlich. Also zumindest ungetuned. Ja, sah eigentlich auf dem Bild anders aus, ne? Ja, das sah ziemlich geil aus und naja, war jetzt nicht so. Ja. Da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir aber hoch. Auch nicht. Hä? Ha, muss ich ja gar nicht hoch. Doch, muss ich schon hoch. Oh, wie kommen wir denn hier rein? Da drauf und dann hoch? Jetzt hoch. Ja, geht auch nicht. Okay, dann halt nicht. Da wird ein bisschen Geld rumliegen. Ein Playboy-Heft habe ich auch mal von 1974, im Original. Okay, cool. Ja, hier kommen wir rein. Einmal hier rüber. Warum klappt der schon wieder raus? Irgendwas stimmt doch da nicht.
unbefugtes Betreten. Das ist Sperrgebiet, Arschloch. Ach nö. Mal bei Facebook posten deinen YouTube-Link hier. Zumindest weiß ich jetzt, wie Streaming schon funktioniert. Ist ja auch schon mal was wert. Ja. Das stimmt. Dies zum Thema Privatgelände. Hey, liegt doch Geld rum. Aber wo? Keine Ahnung. Da drin vielleicht? Ah. Da liegt Geld. 875 waren hier gelegen. Oh. 875 ist eine Hausnummer. Jetzt dürfen wir hier aber nicht sterben, weil. Naja. Hab ich grad wissen das? Oh, nein, nicht raustappen! Oh Mann! Im Himmel, verschone mich! Toll! Jetzt wird ja voll das Gemetzel hier. Nur weil das raustappt ist. Wenn das nicht raustappt, wäre die den schnell umkauen. Und dann wär's das gewesen. Geh ihn! Ich kümmere mich drauf! Da ist er! Los geht's! Nein! Was tappt das wieder raus, wenn ich Rechtsklick mache? Das gibt's doch gar nicht! Ich hab ihn! Kommt hierher! Ich bin getroffen! Doch, dass du nicht eher gehörst! Boah, das gibt's doch nicht. Hey, das ist irgendwie komisch. Müssen wir im Auge behalten. Nicht zurücksehen! Geh einfach zum Telefon! So, jetzt aber mal hier Geld einsammeln. Waffen. Manche huschen hier noch. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, was das Problem ist mit dem Raustappen. Wenn ich, ich habe drei Maustasten bei mir, weil eine als Umschalttaste für Profile ist. Von der Maus selber. Wenn ich da drauf komme und dann nochmal einen Rechtsklick mache, dann schmeißt es mich raus, warum auch immer. Ach so. Entweder ist das dann als Windows-Taste oder irgendwas. Irgendwas ist auf jeden Fall faul. Also wenn ich ganz, ganz gechillt nur einen Rechtsklick mache und ganz bequem durchlaufe, dann ist nix. Aber wenn ich eh schon das Problem habe... Jetzt ist wieder! Jetzt habe ich aber nichts gemacht. Irgendwas... Irgendwas ist komisch. Hier gibt's Schutzweste, ist schon mal gut. Oh nein, das will ich nicht lesen. Nein, will ich ja nicht lesen, hab ich gesagt. Ist wieder ein Bild. Oh, schönes Bild. Drüben geht's weiter.
500. Oh, ich habe schon wieder über 11.000. Eigentlich durch Zufall hier, gell? Durch die Verfolgungsjagd bin ich hier gelandet und dann. Ja. Was man nicht alles so findet, oder? Ist voll geil. Da drüben läuft noch jemand. Aber richtig viel Geld hier. Oh nein, jetzt tappt er wieder raus. Boah, ich flipp aus, hey, ohne Witz. Nicht zurücksehen. Oh, heftig. So, jetzt habe ich aber den Trick. Wenn man reinkommt, gleich Escape drücken. Ah, boah. Irgendwas stimmt doch da nicht. Das kann doch nicht sein, dass der mal raustappt. Hab ich doch sonst auch nicht gehabt heute. Komisch. Boah, wieder 1700 hier. Oh, Alter, wie viel Geld liegt denn hier? Muss man das Geld dann nur noch ziemlich flott, ziemlich heil anbringen. Ansonsten, wenn da die Hälfte fehlt, ist es viel dann. Ja. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, ziemlich aufgeräumt. Ich glaube, in irgendeinem komischen Haus, da liegt noch Geld. Aber wo soll das sein? Das muss da hinten sein. Kann man hier reingehen? Ja, kann man. Natürlich kann man hier reingehen. Da wieder hoch. Dann liegt hier irgendwo noch Geld. Hier liegt noch Geld, genau. Und Medizin. 14.000 schon, hey. Und hier muss noch irgendwo Geld sein. Hä? Ich sehe doch, dass hier Geld liegen muss. Es liegt bestimmt wieder irgendwo drunter. Das habe ich schon mal gehabt. Hier vorne ist auf jeden Fall Geld. Ach, das war das. Okay. Hier nochmal Medizin. Und hier nochmal Geld. Boah, Alter. Über 15.000 jetzt. Normalerweise bin ich bei spätestens 10.000 beim Einzahlen. Vito sagt, du könntest mir helfen, meine Kohle. Schon heftig, ne? So, bei einer Mission, wie viel Geld da so rumkommt. Das ist ja gar keine Mission hier. Ja, so neben Quest. Toll, jetzt habe ich so ein Dings. Das habe ich hier jemanden angerufen. Ach, hier! Geil! Klar, hier! Ich weiß, dass du schätzt. Wehe, du verlierst das. Geld eingezahlt, ist die Tresorfrau da. Stimmt, hier. Ich kann ihn hier anrufen, dann kommt die vorbei und holt das Geld ab. Chillig, jetzt ist Geld einzahlt. Geil, und ich habe gleich mein Auto auch noch bestellt. Hab mich eigentlich nur verklickt. Ich habe gar nicht dran da. Ich hätte jetzt voll kompliziert, wäre jetzt da hingefahren. $59.000 im Tresor. Hat was. Und die alte ballert erstmal voll in die Werkstatt rein. Ja, passt doch. Tiefenschärfe 1, Sichtfeld. Umgebungsverdeckung. Bewegungsunschärfe machen wir aus, will ich Ihnen.
Weiß nicht, ohne V-Sync ist es bei mir immer komisch, ich weiß nicht. Irgendwas, entweder liegt das an meinem PC oder. V-Sync? Nee, habe ich auch V-Sync. Ja, ja. Immer, wenn es an ist, läuft es besser als ohne. Ja, ja. Boah, es zieht extrem Grafik, V-Sync, ne? Ja, ja. Dafür ist Bewegungsunschärfe aus und Anti-Aliasing Bildschirmränder. So, die Bewegungsunschärfe, wenn ich die aus habe, ist fühlt sich aber auf jeden Fall schon besser an. Selbst mit auch nicht mehr FPS. Muss hier befragen. Ich könnte hier aber schnell einbrechen. Ich könnte nämlich Geld dazu verdienen. Hier $46 und hier. Nein, da hat gar keine Geldkasse, die hier. Der letzte hat hier voll die geile Geldkasse, ich glaube, war nochmal für ein paar hundert drin. Oh, perfekt. Vor allem die Musik in der Abfüllanlage da, die Fässer stehen Elvis. Oh Gott, wo soll ich jetzt hingehen? Scheiße, davon erholt er sich nicht mehr. Oh Gott, jetzt komme ich wieder rum. Wo ist die doch da? Alter, ist er schnell gerannt? Ich kann er so schnell rennen. Nicht zurückziehen! Du wirst mir alles über Bevers Geschäft oh Gott erzählen. Das ganze Geld, das wir mit dem Fuselverkauf ranschaffen, ich weiß, wo es versteckt ist. Ab jetzt ist meine Gang deine Gang. Chillig. Aus einer komischen Situation eine kleine Kuh gemacht. Wir schaukeln gerne in Bäumen. Stimmt das? So, Munition sammeln. Und Geld. Gut. Ging ja eigentlich ziemlich schnell, er sagt hier. Ich hab einfach. Normalerweise ist das ja hier gar nicht der Eingang zu der Mission. Nee. Aber war halt gerade praktisch. Jetzt können wir den LKW hier auch noch gleich machen. Oh, das Lied! Das ist so geil. Das war in Mafia 2 schon immer so geil. Oh, jetzt ist hier Polizei. Das
nur so gefährlich, wenn hier Polizei in der Nähe ist. LKW hochjagen, wenn Polizei da ist, ist immer so Sache. Hoch, ey, bist du es nicht, oder? Glaube ich. Ich glaube, ja. Ja, ist. Ja, das ist aber so geil. Ja, ist. Ja, ich weiß grad. Durch die Verzögerung haben sie jetzt gesagt. Mitbekommen. Ah, jetzt weiß ich, warum der manchmal raustappt. Ach du Scheiße, wie kann man das beheben? Das ist aber nur seit dem Stream jetzt halt. Wenn ich jetzt links und rechts ziemlich weit fahre, dann kann meine Maus rausfahren aus dem Bildschirm und fährt auf einen von den anderen Bildschirmen. Wenn ich dann rechtsklick mache, ist klar, dann tappt er raus. Ja, das ist schon normal. Ja, aber normalerweise kann ich bei Spielen nicht rausfahren. Nee, das ist durch ein Live-Spiel. Echt, oder? Ja. Boah, ist doch kacke. Das musst du aber auch umstellen können. Ja, ist nur die Frage, wie. Ich bin gefangen. Hallo, hier gibt es massig Ärger. Bitte helfen Sie uns. An alle Einheiten, es liegt eine Meldung über einen männlichen Schwarzen vor, der in Irish Point mit einer Schusswaffe hantiert. Entscheidet selbst, ob ihr dem nachgeht. Nein, jetzt ist hier wieder Polizei. Oh Gott. Ein Officer vor Ort hat Verdächtigen gesehen. Mit äußerster Vorsicht näher. Wieder Polizei im Arsch. An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtiger gesichtet in Frisco Field. Ja, aber die Karre ist voll gut tuned jetzt. Also wenn man nicht gerade einen Platten hat, kommt man ganz gut weg. Es blinkt wieder alles. Kontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Ja, man muss doch irgendwie nicht mehr tanken. Das hat man ja beim 2 hat man ja tanken müssen. Hey, Polizei steht mit Blinklicht an der roten Ampel. Okay. Oh, wie ist das eigentlich mit dem Essen? Hier was zum Essen. Oh, das mit dem Raustappen ist nervig. Kann man das in OBS umstellen oder wo kann man das umstellen? Einstellungen. Ich glaube bei OBS müsste es gehen, ja. Oder bei YouTube direkt. Jetzt geht's nicht. Oh, was ist denn das? Das ist voll behindert. Bei YouTube selber, hab ich gesehen. Nur wo? Das glaube ich gar nicht, dass es bei YouTube ist. Bin mir nicht sicher, aber umstellen kannst du es auf jeden Fall. Ja, ja, das ist halt die Frage, wie das heißt und. Hätten wir vielleicht mal Jack fragen müssen. Macht ja auch.
Aber da weiß ich auch nicht, nach was man suchen soll. Hm. Das ist eine gute Frage, du. Was hast du denn jetzt für den Livestream überhaupt gebraucht? Jetzt Dings? Open Broadcast oder was? Ja, ja. Ich hab auch. Muss ich mal testen dann bei mir. Open Broadcaster, dann brauchst du bloß den. In YouTube musst du es dann starten und dann kriegst du so einen Code. Und den Code musst du dann bei OBS eingeben und deine Einstellungen halt machen. Wollen wir auch mal gucken, wie das geht. Wegen, aber. Wenn wir das da jetzt starten würden, ne? Ja, ja, wenn wir das machen, dann. Ja, da muss ich dann auch am besten moin mal gucken oder so. Oder später vielleicht noch, keine Ahnung. Und das erste Mal probiert, weißt du, ob das überhaupt was wird. Hm. Das passt aber schon. Das ist, im Spiel ist es nicht. Wie kann man das jetzt machen? Das hängt ja dann mit OBS zusammen normalerweise. Eigentlich schon. Also muss es ja hier irgendwas sein. Das ist auch mal ganz stark. Ich werde gleich mal schnell in eine Badewanne hupfen, bevor ich das heute wieder nicht schaffe. Wenn man wieder nur vom PC sitzt. Ja. Hm. Symbol in der Taskleiste aktivieren. Mauszeiger über Projektoren verstecken. Das ist eigentlich scheißegal. Stream erweitert, erweitert. Streamverzögerung braucht man nicht. Automatisch wieder verbinden, passt. Hm.
Ich glaube, ihr habt das Problem gefunden. Wo ist es denn? Open Broadcaster? Nö, ich weiß nicht, an was es liegt, aber ich weiß, wie man es wegkriegt. Einfach Alt-Tab zweimal machen, dass es einmal in Fenstermodus geht, einmal wieder in Vollbild und dann ist es begrenzt. Ach so. Eigentlich ganz einfach. Eigentlich ganz einfach. Eigentlich ganz einfach. Einmal klein und gleich wieder groß. Ja, jetzt ist es. Ah! Weiter geht's! Achso, ich kann ja noch nicht. Das ist eigentlich schon witzig. Ich muss bloß aus dem Kreis rauskommen. Dann ist Verfolgung, da bin ich nicht mehr sichtbar. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Streifendienst wieder aufnehmen. Hier ist Polizei. Wenn er jeden Abend nach der Arbeit noch auf die Piste will, ist das sein gutes Recht. Ich bin zu müde. Das ist so ein Schwachsinn. Das ist die Cop-Bar. Scheiße, ich soll die Cop-Bar ausrauben. Das ist immer. Nicht gehört? Der Blödarsch hat sich bei Barbieri total verschuldet. Wurde zuletzt gesehen, als er bei Robert Durain ist. Absolut. Sollte man meinen. Aber wenn es so wäre, würden wir ja jetzt nicht hier stehen und reden. Keine Zeitverschwendung. Glaub nicht, dass das eine Ratte war. Eine Cop-Bar ist natürlich was anderes, weil wenn ich jetzt hier ein Problem habe, dann gehen ganz viele Leute auf mich los. Da drüben ist auch noch einer. Ja.
Es kann 10 Panzer transportieren. Russland plant größtes Frachtflugzeug der Welt. Alter, 10 Panzer schon mal krank. 500 Tonnen Last soll das neue Superflugzeug der Russen tragen können. Das wären 16 Schützenpanzer und 10 schwere Kampfpanzer. Oha. 2, 4, 6, 8 Riesenturbinen von dem A380. Der blöde Wichser hat das sich umbringen lassen. Stück. Jetzt sagt der andere gerade, der blöde Wichser hat sich umbringen lassen. Scheiße, ich muss entweder hier aufbrechen oder vorne einfach reinlaufen. Ich kann ja schlecht vorne einfach reinlaufen. Ist unbestreitbar ein Segen. Denk an deinen Run, Junge. Ah, aber ich könnte außen rumlaufen, die so weghauen. Ah. Das könnte man machen, dass wir hier rumlaufen. Wieder der Polizist. Scheiße. Ja, hab's geschafft. Schick mal jemanden nach Point Verdun, der mir ein bisschen Bares abnimmt. Bin gleich da. Mann, 10.000, was ich jetzt gemacht habe. Oha. Nicht schlecht. Kann ich dir vielleicht was abnehmen? Wehe, du verlierst das. Bonsoir, Chef. Zugeschaut, oder? Oh, die ganze Zeit schon zu. Achso, gut. Na, aber du sagst gar nichts. Ich bin mal ruhig. Die 10.000, also einfach mal so 10.000 abstauben, hat was.
So, wo müssen wir denn jetzt hier schon wieder rein? Also hier schon mal nicht. Guckst du jetzt selber zu hoch oder was? Ja, so ein bisschen, aber brauche ich eigentlich nicht. So, was geht da drin ab? So, ich bin aber mal ganz schnell in der Badewanne, ich bin gleich wieder da, ne? Jo. Alles klar, bis gleich. Einfach genommen. Entschuldige dich gefälligst. Das ist aber merkwürdig. Ich hab dir auch nichts zu sagen. Scheiße, Scheiße. Ich bin sowas von am Arsch. Wie lange ist er schon hier drin? 3, vielleicht 4 Tage. Tage? Scheiße, Jack. Du solltest ihn doch bloß ein bisschen aufmischen. Das hörte sich verdächtig an. Gottverdammt, was war das?
nach Ärger aus. Atmet das arme Schwein überhaupt noch? Vorne geht's. Oh Gott, wir vorhin vorbeigelaufen. Jetzt herrscht wieder Grabesstille. Das war unser Ziel! Mit der Rothaarigen gestern gelaufen. Oh Mann, wir sind zu ihr nach Hause. Haben uns das Hirn rausgefügelt. Also bis ihre Mami reinplatzt. Die fängt an zu brüllen und zu kreischen und mir zu drohen. Dann hält mir die Schlampe eine Knarre unter die Nase, bis der Alte von der Rothaarigen nach Hause kommt. Ich hab dich ja vor der irischen Muschi gewarnt. Hast du? Hä? Jedenfalls ist der Typ so ein hässliches irisches Arschloch. So einer von wegen, leg dich bloß nicht mit mir an. Und was ist passiert, als er heimkam? Das gefällt mir nicht. Alter Gott! Heilige Scheiße! Was hat sie angeschleppt, Mann? Ich gehe in Deckung. Nein, nein, nein! Ich muss nachladen! Das ist deine eigene Schuld! Vielleicht schließe ich meine Augen. Hier bleibt nicht mal genug übrig für eine Beerdigung. Ich gehe in Deckung. Du bist nicht so gerissen, wie du glaubst, du Depp. Von der Liste. Der ist am Arsch, ich bin es nicht. Alles ist gut. Streiche diesen Bereich von der Liste.
Wer zum Henker bist du? Ich rette dir den Arsch, du kleiner Hühnerdieb. Also los jetzt. Schick mal jemanden nach Point Verdun, der mir ein bisschen Bares abnimmt. Bin gleich da. Dein Geld ist bei mir immer am sichersten, Chef. Pass gut drauf auf. Okay, ich wäre dann soweit. Und so, aber wenn man uns dafür bezahlt, ein paar extra Gebete zu sprechen, bleibt alles in Ordnung. Ist verdammt einfach, wenn man... Ich hatte nicht den Hauch einer Chance. Da stehen einem ja die Haare zu Berge.
Na, und noch fleißig am Gucken. Die Zeit für Verhandlung ist längst vorbei. Ah, es klart auf. Du hattest eine Chance, diese Scheiße in Gott verdammt, was war das? Was für ein verdächtiges Benehmen. Was passiert, geht auf deine Kappe. Okay, das hört sich nicht gut an. Hallo auch. Ich bin diesem Weg dermaßen leid. Tut mir sehr leid. Schick mal jemanden nach Point Verdun, der mir ein bisschen Bares abnimmt. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Irgendwas, das ich nicht aufbewahren soll. Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Etwas Unglaubliches. Keiner zahlt mehr an Sonny Blue. Hat ihm beim Schlachter Ärger beschert. Sonny ist wieder drüben bei Robert O. Drückt sich in letzter Zeit ganz besonders blumig aus. Der Schlachter war wohl nicht gerade begeistert, dass Sunnys schmierige Geldgeschäfte gestört worden sind. Genau. Und die Kacke ist echt am Dampfen. Sunny ist entschlossen, alles wieder ins Lot zu bringen. Dass seine Leute mehr Schiss vor ihm haben als vor dir. Wir werden sehen. Bleib an der Cover, bis es vorbei ist, okay? Sunny ist wohl etwas angepisst über so einen farbigen Kerl, der seine Geschäfte stört. Ist sogar den ganzen Weg runter zur Fleischfabrik, um auf ihn zu warten. Thank you.
Welch ja nicht Bekloppte hätte die Eier Sonny Blue zu verarschen. Ich versuche immer noch herauszufinden, wie dieser Neger der Rap abgeholt hat, ins Bild passt. Ein Partner? Auf keinen Fall. Ralphs Leute sind seit Urzeiten in der Southern Union. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit einem Nigger zusammenarbeitet. Wie auch immer, Sonny Blue glaubt, der Nigger kommt zurück. Wir müssen bereit sein. Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Eieiei, war doch ein bisschen viel jetzt. Oha, das Bild schaut geil aus. $49 verloren. Geh einfach zum Teller. Ich schon Angst, ich darf heute niemanden erschießen. Scheiße! Ich sitze nicht weg! Schickt alle her! Ein Leer geschossen. Eine Sekunde. Fest! Scheiße! Scheiße! Ich bin getroffen! Bringt mich ins Gefängnis!
sein. Bringt mich ins gottverdammte Krankenhaus. Das Arschloch versucht mich kalt zu machen. Leck mich. Weißt du, was der Schlachter mir antun wird? Hättet euch besser nicht mit Irish Point angelegt. Der Schlachthof ist sauber. Schickt deine Leute. Hey, kümmert euch nicht um die Leichen. Meine Jungs wissen, was sie damit machen müssen. Wenn wir die Distille zurückerobern, kann dieses fette Arschloch Barbieri nirgendwo anders mehr hin. Thomas Burke kam als Kind in die Staaten, als sein Vater aus Irland floh, wahrscheinlich wegen der Rolle, die er dort im Bürgerkrieg gespielt hatte. Als sein Vater einem Herzinfarkt erlag, fing Burke an, illegal Schnaps herzustellen. Er betrieb die Schwarzbrennerei in ganz großem Stil und das fiel Sal Marcano auf. Burke machte in der Mafia Karriere, konnte aber wegen seiner Herkunft kein festes Mitglied werden. Ja, da. Jo. Ich will ganz schön weiterkommen jetzt. Hin. Cops bestechen? Gut. Oh, warte, wir haben nur einen neuen Zuschlag, jetzt bist du selber auch. Jetzt kann ich nur wegen rumfahren, weil ich glaube. Oh, Polizeidienst, ne? Oha, cool. Sollte man sich gucken. Ich kann hier und hier Geld abholen. Sollte sich lohnen, da vorbeizuschauen. Jetzt schlafen wir. Oder? Ne, ich habe hier nur eine große Mission. Selbst welche. Anmeldung aus New Bordeaux. Scheiße. Da, ich bin endlich. Was denn? Ich bin gerade am Essen und das sieht schon mal alles daneben, ey. Ich hab mir auch gerade überlegt, ob ich nicht noch was zum Essen hole. Ich hab echt nur mehr Hunger. Hier ist gerade Hähnchengold. Oh, das ist geil. Hast du euch vor uns gemacht? Mach jetzt gleich noch Hühnerfrikassee. Also, das wird die Brooklyn jetzt nicht sagen. Aber wahr ist es trotzdem. Ey, Halsschmerzen habe ich im Hund, ey, glaubst du mit dem ohne Hals. Ja, natürlich. Echt, oder? Schlimm. Aber richtig böse mit einmal. Alter, deine Badewanne, ey. Du bist ein Hustenanfall gekriegt. Aber mit einmal vor allem, ey. Schon mies. Trotz vom Verrecken gewesen. Alleine zu Hause, oder? Nö. Mama, die ist irgendwo. Die ist wahrscheinlich pennen nebenan. Aber wenn ich nicht zu laut bin, geht's schon. Mich da drin erwartet. Er ist so ein Sumpf, ja. Meine ich. Völlig ballerballer. Was glaubst du, wie der reagiert? Denn bist du alleine mit deiner Mutti, oder was? Ja, ja, normalerweise wohnt meine Schwester noch hier. Aber die ist mehr bei ihrem Freund wie hier und so weiter. Also hast du keinen Vater zu Hause? Ja, der ist vor kurzem ausgezogen. Ist noch nicht so lange her, ist 1,5 Monate jetzt. Haben sie getrennt, oder was? Mhm. Ja, ist dann gerade dabei. So mit Trennungsjahr und so weiter. So also volles Programm. Ja. Wo laufe ich? Scheiße. Lauf ich denn hin? Ja gut, du meinst, ich kann nichts dran ändern, deswegen nehme ich so hin, wie es ist. Ich versuch's positiv zu sehen. Ich meine, ich habe zum Beispiel jetzt einen Garagenplatz. Ja, gut.
Man muss auch die kleinen Dinge sehen. Ja, ist trotzdem scheiße, ne? Ja, ja, klar. Hatte ich auch damals, auf mein Mädchen. Aber ich sag immer, solange es wieder Kontakt noch normal bestehen bleibt, ist alles in Ordnung. Ja, eben. Und wir sind jetzt auch keine kleinen Kinder mehr oder so. Das wäre vor 10 Jahren oder so, wäre es anders gewesen. Ja, sicher. Natürlich. Hast du recht. Von dem her sehe ich das eigentlich ziemlich easy. Ja. Man muss damit leben, ne? Eben. Ich meine, ändern kann ich es eh nicht und jetzt so großartig. Ja. Das ändert sich ja für mich nicht so viel. Nee. True Story. Da stehen einem ja die Haare zu Berge. Put. So. Einer weniger. Schauen wir mal, wo wir hinlaufen. Geld. Oh, das sind Leute. Chris ist mir gerade Sprachnotiz geschickt, ne? Von seiner Party. Wir sind schon Newton Young, oder? Danach hast du schon eh einen Turm, oder was? Nö, noch nicht. Ah, das ist ein Zivilist? Oh, super. Jetzt haben wir so bemüht. Geld. Konfrontiere, das ist immer so eine Sache. Konfrontiere, das kann immer ziemlich mies ausgehen. Da sind dann auf einmal 100 Leute drin in der Bude oder so. Ey, ich bin müde, das glaubst du nicht. Ich weiß ja nicht, wie du das heute den ganzen Tag durchhalten hast. Oh, ich weiß auch nicht. Die müssen doch auch schon mal die Klippen zufallen, oder? Geht eigentlich. Ohne Scheiß. Aber vielleicht liegt es daran, weil ich gerade spiele. Es kann natürlich sein, dass ich innerhalb von wenigen Minuten danach, dass ich weg bin. Ich wollte gerade sagen, also. Wenn man jetzt so zuguckt und nichts macht, also ist immer müder. Ja, ja, klar. Nee, ist ja logisch. Wie lange bist du jetzt eigentlich? Nee, ist in der Episode 2. Wie lange bist du eigentlich schon hier? Im TS. Wie im TS oder in der Spedi oder wie? Wer weiß, wie mein? In der Spedi gesamt. Ja. Seit Oktober, 22. Oktober vorletztes Jahr. Also ein bisschen mehr wie ein Jahr jetzt. Ein Jahr und ein paar Monate. Was nimmst du gegen Halsschmerzen? Dolodobendan. Die Lutschtabletten da. Diese roten? Ja, da gibt's die roten und die grünen. Die gehen eigentlich beide. Die roten sind ein wenig angenehmer. Die grünen, die hauen ein bisschen mehr rein. Guck, ich glaube, wir haben auch noch irgendwelche solche Dinger, aber nicht Dobeltrantan oder wie die Dinger heißen, sondern irgendwelche anderen Billion-Dinger. Das ist eigentlich im Prinzip scheißegal. Oh, ey, das geht ja auch nicht, ne? Das Kratzen, das geht übelst auf den Nerv, ne? Ja, mit denen ist alles geschmeidig. Ich hab da packungsweise wie die daheim flaggen. Ich kann die Kiloweiß fressen fast. Oh. Aber so im Anschleichmodus, da kann ich auch sehr chillig umgehen mit dem ganzen. Einfach mal kurz Pause machen, Nase putzen. Naja, mach man. Wir haben einen Gast! Wir gehen hier auf Sache!
Ach nee, so ist das, ne. Ganz toll, ganz toll. Ich laber hier, dann kommt der Typ um die Ecke und mein Headset geht aus, weil der Akku leer ist. Boah, wie können die so schnell rennen teilweise? Die rennen ja... Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Fast as shit. Jetzt kommt hier der nächste. Oder auch nicht. Bereit, ihn zu erledigen! Du und Berg, ihr könnt mich am Arsch lecken. Du redest zu viel. Oh, hab ich keine Munition mehr in der Pistole. Die Stille ist leergeräumt, geputzt und bereit für deine Jungs. Hoffentlich steht sie noch. Meine Jungs sind auf dem Weg. Alles vorbereitet. Der Schlachter ist unterwegs. Zeit, den tollwütigen Hund zu erschießen. Geht es zu viel. Zack. So muss das sein, oder? Hat aber noch einen gesichert. Und wie hat es Mr. Clay geschafft, dass Thomas Burke, Vito Scaletta und diese Frau namens Cassandra zusammenarbeiteten? Er hat alle eingeladen. Zu einem Treffen in einem alten Plantagenhaus unten im Bayou. Als dann alle versammelt waren, erklärte er ihnen, wie er Marcano zur Strecke bringen will. Lincoln kann sehr überzeugend sein. Straße ist schon mal gut. Whisky, überall Whisky. Und kein Tropfen zu trinken. Naja. Vielleicht mal ein Tröpfchen ab und zu. Und rein ins Auto. Das ist schon ziemlich cool, die Karre. Was soll das denn werden? Ich werde gleich Besuch kriegen. Jeden Augenblick taucht Barbieri hier auf. Was, Barbieri hier? Hat er gesagt, und normalerweise quatscht er nicht rum. Wir haben eben telefoniert und ich habe ihm gesagt, ich erwarte ihn hier, um die Sache zu klären. Verfickte Scheiße, Burke, du kündigst doch dem Feind den Hinterhalt nicht schon an, bevor er... Großer Gott, wenn du alles immer so ernst nimmst, wo bleibt der Spaß? Echt jetzt, was soll schon passieren? Dass wir alle draufgehen. Hey, das könnte sein. Ganz ruhig. Ist nur nicht. Der Schlachter und seine Jungs sind hinter mir her. Sicher? Wenn's einen Vorteil hat, deine Scheißtochter zu sein, dann den, dass ich weiß, wie eine blutrünstige Horde Ithaka aussieht. Ich lock sie mit dem Scheinwerfer beim Wasserturm an. Ich habe im Hof ein paar Fässer verteilt. Mit einer speziellen Spritmischung drin. Eine Kugel und die explodieren. Darum halt lieber ein bisschen Abstand. Ich nehme die Ithaka vom Kran aus ins Visier. Und du?
Verziehst dich aufs Dach. Und noch was. Wenn du abhaust, niete ich dich persönlich um. Ist das klar? Na dann bis nach der Vorstellung. Hoffen wir's. Eieiei, das könnte was werden. Alles in Ordnung, Kleine? Wie bitte? Mein Papp fragt, wie es mir geht? Womit habe ich denn plötzlich so viel Fürsorglichkeit verdient? Scheiße, ein einfaches Ja oder Nein hätte gereicht. Sie kommen links runter. Nagel ihn fest. Schön witzig hier. Aber es war gar nicht so leicht, man sieht gar nicht mal so gut. Ja, mein Typ geht da immer aus der Deckung vor. Nigger von Berg geht mir am Arsch vorbei. Ich will diesen Nieren haben. Kapiert? Den reiß ich so den Arsch auf, dass er sein Leben lang nicht vergisst. Bringt mir diesen Schwanzlutscher und zwar lebend. Oh Gott, bin ich hoch? Spritzen. Oh Gott. Scheiße, jetzt habe ich gar keine Muni mehr. Totes Arschloch auf 12 Uhr. Jetzt der Kleine gehört sie. Haben wir denn hier? Scheiße! Alter, da durchrennen ist nicht ganz so leicht. Pissnelke. Pissnelke? Siehst du nicht, den Kopf einzuziehen? Glaubst du wirklich, das verfluchte Dschungelmonster? Geworden.
kommt ihr lebend raus. Wow, muss kurz abtauchen. Hey, ich bin festgenagelt. Geht doch. Genauso an wie ich. Echt, oder? Hätte es ein paar Kugeln aufheben sollen. Das geht von mir schon seit Monaten. Verdammte Scheiße. Genau so. Hätte nie gedacht, ich, dass ich das noch erleben muss. Was soll ich sagen? Die Welt dreht sich weiter. Der lebt ja immer noch. Seh an, du bist ja immer noch, du Arschloch. Selber Arschloch. Reiß dein Maul ruhig auf. Lang hast du ja nicht mehr. Was denkst du, was wird als nächstes? Du kannst ab direkt neben mir. Du und dein ganzer Scheißladen. In der Hölle kannst du mir den Schwanz lutschen. Alles okay. Nimm seine Beine. Wir müssen ihn in die Garage bringen. Fette Sau. Wir konnten nie exakt rekonstruieren, was passiert war mit Barbieri. Vor allem, weil sein Leichnam erst Mitte der 80er gefunden wurde. Ein Armeekorps war zufällig damit beschäftigt, Teile des Mississippi auszubaggern. Und da fand man seine Leiche im Kofferraum eines alten Autos. Seine beiden Beine waren so oft gebrochen worden, dass kaum noch ein Knochen übrig war. Oh, ich kann jetzt einen Panzertransportwagen als Nutzfahrzeug bestellen. Das sieht cool aus, ja. Ich brauch nach. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. In meiner bescheidenen Bude.
Einfach mal rumlaufen, über 1000 Tasche einsammeln. Was so? Ja, dann. Frau kommt wieder auf die Gedanken. Oh, ich hab so das Gefühl, dass ich niesen muss, aber ich muss nicht niesen. Ja, nee. Aber schon ewig jetzt hat. Bestimmt schon 5 Minuten. Lincoln!
Du brauchst eine Tasche oder sowas für das ganze Geld. Da wollte ich hin. Bitte. Jeder einzelne Penny. Herrlich, oder? Ich muss was von der Kohle loswerden in Harlow. Etwas Geduld, bin sofort da. Willst du was einzahlen? Wehe, du verlierst das. Und direkt in die Bank. So.